ist das warm. Schön. Ist das warm. Awesome. Ich bin begeistert. Wollen wir das nicht verschieben? Guck mal hier. Und die kleinen Fischschwärme hier. Sensationell. Oh, jetzt muss ich noch mit den Gimbal zurechtkommen. So, Palu. So. Guten Morgen. Wir stehen jetzt hier am See. Du hast gerade gesagt, du bist begeistert. Warum? Sensationelle Sicht. Also hatten wir so lange nicht mehr, muss ich sagen. Na, dann sollten wir uns jetzt beeilen mit dem, was wir machen. Genau. Wir stellen jetzt mal kurz euren Tauchspot plus natürlich die Basis vor. Sag doch mal kurz, wo wir sind. Wir sind wieder, wie gestern schon im Interview, am Karwitzer See. An unserer Einstiegsstelle. Gehen wir ein Stück rüber. Hier kommen die nächsten Kunden. Ja, an der Einstiegsstelle am Karwitzer See. Von hier aus beginnen unsere Touren in unser schönes Tauchgebiet. Wenn wir hinten ein bisschen in die Ferne gucken, sehen wir Bojen. Das sind unsere Bojen, wo wir bestimmte Spots oder Plattformen haben. Auch für die Ausbildung größtenteils. Ansonsten kann man wie unter Wasser überall sich frei bewegen hier. Und wenn wir jetzt noch mal ins Wasser gucken, Sichtweiten im Moment. Wir sollten schnellstens rein, sehe ich das richtig? Genau, wir sollten ganz schnell rein. Gut, dann lass uns doch mal jetzt den Weg nach oben nehmen und zur Basis gehen. Könntest du vielleicht unterwegs noch ein bisschen, kannst gerne vorne weggehen. Gut, alles klar. Guten Morgen. Moin. Morgen. Ups. So. Ja, wie gesagt, die Steganlage. Wie man ein bisschen sieht, uns fehlt, wie in vielen Seen jetzt zurzeit in Deutschland, knapp einen Meter Wasser. Ja, wir hoffen, dass das in den nächsten Jahren wieder besser wird. Wir haben einen sehr idyllischen Weg bis hoch zur Basis, entlang einer kleinen Koppel, wo uns auch manchmal Ziegen und Schafe begrüßen. So direkt nach dem Tauchgang? Genau, direkt nach dem Tauchgang. Dieses, wie gesagt, hier, das gehört alles noch zum Hotel. Entlang, wie gesagt, an Schilf, wenn man jetzt hier nach links noch mal rüber guckt, ist, das war früher, da stand früher alles mal unter Wasser. Ja. Und jetzt ist es trocken. Jetzt ist es trockengelegt, genau. Aufgrund, ja, weiß nicht, ob es zum Klimawandel schon gehört, aber wir hatten sowas schon mal vor 10 Jahren, 12 Jahren. Da ist das Wasser aber dann auch irgendwann noch mal zurückgekommen und darauf hoffen wir. Ja. Ja, dann über eine kleine Brücke. Jawohl. Also ich habe gestern schon mal die Zeit gestoppt. Das sind ungefähr so 3 bis 4 Minuten Weg bis hoch. Ja. Das dürfte stimmen, oder? Das ist nicht schlimm. Zwar mit Gerät manchmal ein bisschen, ein bisschen beschwerlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, wer tauchen möchte, der nimmt das auf sich. Das ist richtig. Wenn wir jetzt hier links gucken, ein paar Sitzmöglichkeiten. Erstmal an den Booten hier vorbei. Jawohl. War auch früher schon wieder ein paar Rödeltische. Das ist ein Projekt für nächstes Jahr, das hier wieder zu reaktivieren, um eventuell oben noch ein bisschen mehr Freiheit und Platz zu schaffen. Ja. Ja. Freiheit und Platz heißt, wie viele Taucher kannst du jetzt zurzeit bedienen und abfangen? Wir haben 4 Rödeltische, da können wir ungefähr 12 Taucher bedienen. Okay. Wir hatten es aber auch schon bis zu 20, 25 Taucher hier und dann wird es natürlich eng. So im Wetter zu warten, ist eigentlich schade. Ja. So, jetzt sehen wir hier den Zeltplatz wahrscheinlich von eurer Camp & Dive-Geschichte. Zeltplatz nicht wirklich, das ist eine Pferdekoppel eigentlich. Der Hoteleigner hat uns das für eine Woche zur Verfügung gestellt zum Camp & Dive. Hier können die Kunden ganz entspannt ihre Zelte aufstellen. Dusche ist, wenn wir nachher sehen, an der Basis. Und ja, einfach nur entspannen. Hier ist es super ruhig. Ja. Wenn man hier nachts hinhören möchte, hört man maximal den Kauz. Jetzt am Tag Vögel, alles was so in der Natur kreucht und fleucht. Und wie gesagt, man kann es nur noch wiederholen, das ist ein Naturschutzgebiet. Genau. So, dann haben wir den letzten Anstieg zur Basis. Darfst du gerne mal vorne weggehen? Ja, dass man mich gleich keuchen hört.
Genau. So, hier oben ist der Hotelkomplex, was ich gestern schon im Interview. Geh mal hoch hier. Ja, hier geradezu der Hotelkomplex. Zu normalen Zeiten muss man sagen, eine wunderschöne Aussichtsterrasse, wo man einen herrlichen Blick auf den See bekommt. Das Hotel selber hat wieder zu normalen Zeiten auch einen sehr schönen Wellnessbereich mit Schwimmbad und Sauna. Leider im Moment aufgrund der Situation ist dieses nicht geöffnet. Gut, dann kommen wir jetzt zur Basis. Genau. Ja, Basis, wie man sich das eigentlich so vorstellt. Wir haben jetzt in diesem Jahr ganz viele Aufgaben in Angriff genommen. Wir haben ein paar Dinge neu gemacht, wie unter anderem hier vorne die Rödeltische, weil auch wir werden älter und wir brauchen es etwas höher, ja, dass man nicht mehr so aus den Knien kommt. Wir haben die neue Spülstation, bei uns heißt sie Putzerstation, ja, kreiert, sage ich mal, was auch das Problem war. Wir haben hier keine eigenen Toiletten. Das muss alles übers Hotel abgewickelt werden. Aber wir haben dieses Jahr uns eine Dusche geschaffen. Das ist was ganz Besonderes. Und zwar, jeder, der hier schon mal in Thomsdorf war, der kennt immer noch unser altes Telefonhäuschen mit dem Tower drin. Das haben wir dieses Jahr umgestaltet zu einem Duschkomplex. Geh mal rein hier, dass du mal reingucken kannst. Selbst so ein Kerl wie du reinpasst. So ein Kerl wie ich reinpasst. Zwar nicht mit drehen, aber ich passe auf jeden Fall rein. Ja, schick. Genau. Schönes Ding. Ist für viele Kunden, die gerade im Frühjahr oder auch im Herbst zu uns kommen, danach mit warmem Wasser sogar versorgt werden. Hinten haben wir noch eine kleine Umkleidekabine. Mhm. Wo, wenn die Dusche mal besetzt ist, wo man sich halt eben dann Badehose oder wieder zurück ins normale Zivil, in normale Zivilklamotten sich zurück verwandeln kann. Ja, dann haben wir hier unser Aufenthaltszelt, sage ich mal. Das haben wir auch noch mal ein bisschen vergrößert. Chill-Out und Deko-Bier-Area sozusagen. Genau, die Chill-Out und Deko-Bier-Area. Ja, hier halten sich die Kunden halt eben, wenn es mal regnet, auf oder ein bisschen kühler ist. Wir haben hier so ein paar Lounge-Sitzplätze kreiert aus Paletten. Auf der anderen Seite etwas höher, wo man dran sitzen kann, essen kann, sein Logbuch ausfüllen kann. Ja, hier dann noch zwei Sitzmöglichkeiten, die man auch verschieben kann mit Rollen und dran, so gerade wie heute kann man sie rausstellen und wir können in der Sonne die Oberflächenpause verbringen. Draußen sind noch die anderen Rödeltische. Genau, hier sind die anderen Rödeltische. Auch fleißig Action schon. Ja, ja, wir haben Kurse und viele, gerade Camp and Dive jetzt gerade, viele Gäste da. Was wir auch noch gemacht haben, möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, wir hatten die Überlegung, unseren Container, der war ein einfacher Stahlcontainer, mhm. Den haben wir mit Holz verkleidet, also auch optisch was. Den nutzt du dann als Schulungsraum? Als Schulungsraum, genau. Oder halt eben, wenn es wirklich mal richtig kalt ist, gerade im Frühjahr oder im Herbst, auch dann drin zu sitzen, um zu essen oder alles andere hier zu erledigen. Genau. Gehen wir weiter? Gehen wir weiter. Kommen wir langsam in Richtung Office. Hier draußen haben wir unsere Füllanlage. Wir können hier bis zu 300 Bar füllen, mhm. Ist bei uns möglich. Haben dann hier unseren Getränkekühlschrank für das Deko-Bier, aber erst nach dem Tauchgang natürlich, aber auch alkoholfreie Getränke. Hier hinten können sich die Kunden mit Kaffee und einen kleinen Snack bedienen. Gehen wir weiter, haben wir hier unseren Nassbereich, sprich wo abends die wo wir abends die unsere eigenen Sachen oder auch die von Kunden sind reinräumen. Hier stehen unsere Flaschen, die werden hier gelagert. Ja,
Ansonsten ist das ein, ja, noch ein bisschen Baustelle. Wie gesagt, wir sind erst vor 14 Tagen fertig geworden und wir haben es noch nicht ganz geschafft aufzuräumen. So, dann gehen. Eine wunderschöne Karte an der Tür, sehe ich schon. Ja, nicht von mir gemalt, ich kann nicht so gut zeichnen. Das ist auch unser Tauchrevier. Wer das mal gemalt hat, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Gibt so ein bisschen das zwar her, was man hat, aber wir müssen es vielleicht noch mal neu machen. Aber dazu brauche ich erstmal jemanden, der künstlerisch begabt ist. Ich bin es nicht. So, dann kommen wir ins Office. Ja, klein, aber fein. Wir haben hier den Anmeldetresen. Wir haben hier unsere Tafel, wo alle wichtigen Daten dran sind. Gut, im Moment ist noch nicht, die aktuellen Temperaturen sind noch nicht dran. Hier ist verzeichnet, wer vom Staff, welcher Tauchlehrer hier auf der Basis ist und welche Schüler wir an den einzelnen Tagen haben. Wenn du weiter rumschwenkst, ist ja auch manchmal so, dass so das eine oder andere eventuell mal kaputt geht. Haben wir hier ein kleines Sortiment aus unserem großen Verkaufssortiment aus der Copystraße oder aus unserem Online-Shop, falls mal einer was vergessen hat oder sich unbedingt was Neues holen will. Unbedingt was Neues holen will, genau. So. Ja, hier kommen wir zu unseren Leihausrüstung oder die Ausrüstung für unsere Tauchschüler. Alles, sage ich mal, relativ neues Equipment, sage ich mal so. Das Gute sieht schon ganz schön neu aus, gell? Ja, also unser Chef legt auch Wert darauf, dass unsere Schüler sicher, aber auch mit dem modernsten Equipment unterwegs ist. Klar, es ist Schüler- oder Leihausrüstung. Das leidet dann doch ein bisschen anders als im privaten Gebrauch. Genau. So, hier unsere kleine Vorbereitungsküche, also sprich so Kaffeemaschine, wenn der eine oder andere Kunde sich etwas warm machen will, noch ein Mikrowellenherd und eben unsere Kühlschränke. Gehen wir kurz weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Oh, hier wird gerade sauber gemacht. Ja, noch. Alles gut. Ich gehe. Ja. Wie gesagt, hier hängen unsere Anzüge. Auch gut durchsortiert. Also wir können fast jede Größe bedienen. Also auch so, wir haben auch Anzüge für mich. Ja, und kommen wir dann ganz zum Schluss. Wie gesagt, dann sind wir auch schon durch. Hier hinten haben wir unsere Stufftoilette. Auch unser Kompressor steht hier hinten. Hat keinen Anschluss zur Toilette, sondern hinten raus zur Frischluft. Und seit diesem Jahr haben wir uns auch eine neue Küche geleistet, damit wir ein bisschen mehr Platz und auch uns selber wohlfühlen hier oben. Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ja, so. Da sind wir jetzt einmal durch. Genau. Öffnungszeiten kannst du vielleicht nochmal sagen, jetzt Video? Öffnungszeiten haben wir generell haben wir von Anfang April bis Ende Oktober. Wir haben geöffnet jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag. Von 18 Uhr ist jemand Freitag hier bis Sonntag 18 Uhr. Natürlich auch die Feiertage sind wir hier. Oder auch, lass uns bitte in die Sonne gehen hier, wenn wir schon Sonne haben. Wie jetzt zum Beispiel so eine Sonderevents wie Camp and Dive, dass wir dort eine ganze Woche unsere Kunden bedienen können. Dazu sagen wir, machen natürlich auch so eine Saisonabschluss zum Beispiel, feiern wir hier eine Abrissparty. So, wo wir dann hier alles winterfest machen und nutzen das gleich nochmal, alle Kunden zu uns einzuladen mit einem ordentlichen Essen, mit einer kleinen Feier. Und die Kunden kommen gerne und helfen uns dann auch. Ist auch ein bisschen Eigennutz dahinter. Ja, um so dann sich dann neu auf die neue Tauchsaison vorzubereiten. Und wenn man noch mehr über euch erfahren will, kann man das wo machen?
wir haben eine eigene Homepage, www.tauchbasistrumpfsdorf.de. Da stehen alle aktuellen Termine drauf. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, dieses noch ein bisschen zu befüllen. Ich möchte aber noch dazu sagen, dass wir hier außer Tauchen natürlich auch noch andere Möglichkeiten haben. Du warst selber gestern draußen mit unserem Roten Oktober, hatten wir gestern schon erwähnt. Da, wo wir halt eben nicht nur im Nahbereich tauchen können, sondern jetzt auch den ganzen See befahren können. Die Kunden können sich hier, wenn du dich noch einmal umdrehst, wir haben auch ein Sub, die für die Kunden, die nicht nur tauchen gehen wollen oder auch nicht tauchen können, dass, wenn ihre Partner unter Wasser sind, sich auch so noch sportlich zu betätigen. Ja, ansonsten haben wir hier ganz viel Natur und natürlich auch einen schönen See. Und natürlich auch einen schönen See, genau. In den wir wahrscheinlich jetzt uns verabschieden können. Wir sollten uns beeilen, genau. Alles klar. Danke dir. Ich danke dir.